Kasperle, Kasperle, ja, wo ist denn das Kasperle? Ach, da ist es. Ja. Okay. So, Folge 37 von Jung und Naiv. Bevor wir anfangen, wieder mit meinem Peng- und Bumm-Experten, diesem Herrn Thomas von Wiegold, zu reden. Einfach nur. Sei nochmal dran, bis zum 15. April läuft noch das Crowdfunding für Jung und Naiv. Das heißt, auf crowdreporter.de/jungundnaiv könnt ihr noch dieses Format pimpen. Und damit es nicht nur inhaltlich mal irgendwann aufwärts geht, sondern auch technisch und so ein bisschen präsentationsmäßig, den Inhalt, für den sollen wir ja hier sorgen. Wirst du es diesmal mir helfen können? Ich versuch's. Ach, toll. Rat mal, wo ich gerade herkomme. Keine Ahnung. Ich war beim US-Botschafter, weil ich habe mich gewundert, du hast mir letzte Woche erzählt, dass die Amis uns Atombomben zur Verfügung stellen. Mhm. Dass Deutschland quasi auch ein bisschen Atommacht ist, durch die nukleare Teilhabe. Hey, das hast du dir gemerkt, das Wort? Wahnsinn. Yeah. Ich habe ihn auch danach gefragt. Er hat eine interessante Antwort dazu gegeben. Hat er das bestätigt? Er hat es auf jeden Fall nicht dementiert. Er hat dann angefangen mit, ich meinte so, Atombomben, Deutschland hat die Atombomben. Nicht zu viel verraten, sollen sich die Leute angucken. Und dann meinte er nur, in general? Also, Im General, ja. Er wusste schon, wie man das formuliert. Okay. Anyway, er hat mir aber trotzdem verraten, was ich nicht wusste. Es gibt noch US-Soldaten in Deutschland. Zigtausend. Was? Ja. Werden wir noch besetzt oder was? Nee, faktisch schon lange nicht mehr und formal auch schon seit einiger Zeit nicht mehr. Seit wann ist formal? Formal ist seit Mitte der 90er Jahre. Seit Mitte der 90er Jahre? Ja, nach der deutschen Wiedervereinigung. Und diesen ganzen Folgegeschichten, wo Deutschland dann seine volle Souveränität gekriegt hat. Aber warte mal, was heißt volle Souveränität und was hatten wir denn davor? Davor war Deutschland völkerrechtlich gesehen ein nicht völlig souveränes Land. Das müssen wir aber bei Gelegenheit nochmal erklären. Ist ein anderes Thema, oder? Ja, genau, ist okay. Ein anderes Thema. Nehmen wir jetzt aber mal so. Aber auch ohne das, seit dem Kalten Krieg, also im Grunde genommen seit Gründung der Bundeswehr, standen ja sehr viele ausländische Truppen in Deutschland, quasi an dieser Linie zum Warschauer Pakt oder Warschauer Vertrag. DDR-Westdeutschland. Genau. Und hat das was damit zu tun, dass quasi die Truppen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland quasi, die waren ja aufgeteilt, Frankreich, Briten, Russen und Amerikaner. Genau. Lass mich raten, die sind nach dem Krieg auch geblieben. Die sind nach dem Krieg auch, die sind alle geblieben. Es kamen sogar noch welche dazu, die Kanadier, die Belgier, die Niederländer. Aber Sind die immer noch alle da? Nicht alle. Die hatten auch da eine andere Rolle. Ne? Es waren dann irgendwann nicht mehr Besatzungstruppen. Es ging nicht mehr darum, Deutschland zu besetzen, sondern es ging darum, sozusagen für den eigenen Machtblock, sowohl auf westlicher wie auf östlicher Seite, seine Truppen dort stationiert zu haben. Warum? Um die im Falle einer militärischen Auseinandersetzung, also eines Krieges, sofort vor Ort zu haben. Auf westlicher Sicht. War Deutschland die Front, oder was? Deutschland war die Front. Die Front? Ja, aber hallo. Die lief mitten durch Deutschland. Das wäre der Battleground, wie es neudeutsch heißt, also das Gefechtsfeld gewesen, wenn es zu einem Krieg zwischen Ost und West gekommen wäre. Krass. Ja. Auf welcher Seite warst du? Da ich im Westen aufgewachsen bin, auf der westlichen Seite. Warst du bei der Bundeswehr? Nee. Nicht? Nein. Aber auch das ist eine andere Geschichte, da reden wir auch gerne nochmal drüber. Es gibt also US-Soldaten in Deutschland, immer noch. Obwohl seit 1990, seit Mitte der 90er sind wir ja souverän. Ja, und der Kalte Krieg ist ja auch vorbei. Warum sind die also noch hier? Die sind aus verschiedenen Gründen hier. Zum einen... Fangen wir mit den Amis an. Ja, die Amis. Das sind immer noch so zwischen 40.000 und 50.000. 40 und 50.000? Ja, sollen weniger werden, also so an die 10.000 werden abgezogen. Wie viel waren es denn mal? Ach, das waren über 100.000. Echt? Und es wurde ja auch immer geübt, zusätzliche Truppen aus den USA schnell nach Deutschland zu verlegen. Also die hatten die Panzer zum Beispiel im Depot stehen in Deutschland. Ein Depot heißt? Depot, große Garage. Wo ist sowas? War quer durch Westdeutschland verteilt. Ah. Und die wurden dann immer wieder geübt, schnell eingeflogen, nahmen sich ihre Panzer und ab ging es an die innerdeutsche Front. Ich habe echt immer nur, wenn ich an Amis-Soldaten in Deutschland gedacht habe, früher an Rammstein gedacht. Ja, Rammstein ist die Luftwaffe. Ach, Air Force. Oder? Air Force, aber es gab natürlich eigentlich viel mehr vom Heer. Also es gab sowohl Heereseinheiten als auch Luftwaffeneinheiten. Was ist ein Heer? Heer ist alles zu Fuß und am Boden, auch mit Auto, jedenfalls am Boden. Okay. Ja. Jetzt gibt es die immer noch. Jetzt kann man natürlich fragen, wieso? Ja, wieso? Vorbei. Das hat zwei
Gründe im Wesentlichen. Zum einen, wenn wir mal uns Afghanistan zum Beispiel anschauen. Wenn du mal so einen Globus nimmst und guckst dir Deutschland an, Afghanistan, Amerika an, Afghanistan. Was liegt da so ziemlich genau in der Mitte? Deutschland. Deutschland, genau. Das heißt, alles, was man in Deutschland stationiert hat, ist natürlich viel näher an Kriegsschauplätzen wie Afghanistan, ist also viel schneller, viel einfacher, dorthin zu verlegen. Aber da gibt es ja auch andere Alliierte, die viel näher dran sind, die Türken. So viel in näher Osten, ist das gar nicht. Usbekistan. Ja, nee, Usbekistan ist ja kein NATO-Land und es hat ja eine andere Qualität. Okay. Also, und sie haben die ganzen Infrastruktureinrichtungen hier. Zum Beispiel gibt es in Landstuhl bei Kaiserslautern das größte amerikanische Militärhospital außerhalb der USA. Ach echt? Und alle in Afghanistan und auch im Irak verwundeten Soldaten wurden, wenn sie ausgeflogen wurden, dann zunächst nach Landstuhl geflogen. Weil es war ja viel schneller, halbe Flugzeit, als wenn sie in die USA geflogen worden wären. Und die große Teile der Kampfeinheiten, die in Deutschland stationiert sind, waren auch die letzten Jahre immer in Afghanistan oder im Irak eingesetzt. Ja. Das verschiebt sich. Gilt das auch für die britischen Truppen? Die hier sind? Für die Briten teilweise in dem Maße nicht. Die hatten ja auch eine ganz massive Präsenz, auch mit zigtausend. Die sind auch in Afghanistan und im Irak gewesen. Die sind auch in Afghanistan, im Irak, aber die hatten nicht diese logistische, die haben ja nicht die Entfernung. Also ob man von Deutschland aus dahin fliegt oder von Großbritannien aus, macht ja nicht so den großen Unterschied. Warum sind die noch hier? Die sind noch hier, weil sie zum Beispiel große Übungsgebiete haben, in denen sie mit ihren Panzern rumfahren. Haben? Also wir haben denen Gebiete gegeben. Ja, wir haben. Das ist eine Folge des Zweiten Weltkriegs gewesen, dass die solche Übungsgebiete hatten. Die ziehen sich aber auch aus Kostengründen massiv zurück. Und die Amerikaner ja auch aus Kostengründen. Wann sind die Amis denn weg? Nee, ganz weg werden sie nicht sein. Was? Nö. Du hast denn gesagt, die Briten sind irgendwann weg? Die Briten sind irgendwann weg. Wann sind die Kanadier weg? Die sind schon weg. Wann? Belgier? Belgier sind auch schon weg. Belgier sind in Deutschland gewesen? Ja. Aber die sind schon weg? Im Sauerland zum Beispiel. Aha. Ja. Das hatte wiederum den Grund, Kalter Krieg wieder, dass wenn man lauter verschiedene Truppen aus verschiedenen NATO-Ländern stationiert hat, hat die NATO damit deutlich gemacht, ein Angriff auf Deutschland ist nämlich nicht nur ein Angriff auf Deutschland, sondern auf die gesamte NATO. Ja. Also da stehen auch amerikanische Truppen, da stehen belgische, französische, was auch immer. Und deswegen gab es die haben es alles reduziert. Die Amerikaner, wie gesagt, aus diesen logistischen und aus praktischen Gründen sozusagen eine Überseepräsenz zu haben, sind geblieben, werden auch eine Weile. Die haben ja zum Beispiel riesige, immer noch, oder was heißt immer noch, modernisierte Übungseinrichtungen in Grafenwöhr zum Beispiel. Wo ist das? Das ist irgendwo da unten in Bayern, ich kenne mich da ja nicht so aus. Irgendwo im Süddeutschland. Mhm. Da haben die also moderne Übungsgelände, wo die auch für Afghanistan üben zum Beispiel. Oder wo die auch afghanische Soldaten ausbilden. Gut, aber das heißt, alle ausländischen Truppen sind irgendwann oder bald raus, außer die Amis. Ja, aber die Amis, wie gesagt, reduzieren. Aber warum gehen die Amis nicht ganz raus? Weil sie diese Einrichtungen haben, diese Infrastruktureinrichtungen. Und dann sollen sie die zumachen, ja. Ne? Nein, aber oder uns übergeben oder irgendwie, keine Ahnung. Ja. Nein, es ist natürlich, wenn man in Europa dann noch einen Platz hat, die sind ja auch in Italien noch präsent, relativ stark. Sind die Amis noch irgendwo anders in der Welt? Die sind Korea zum Beispiel, ganz aktuell, ganz massiv in Korea. In Südkorea wahrscheinlich. In Südkorea, in Japan zum Beispiel. Okinawa, da unten ganz im Süden Japans gibt es auch. Japan, Korea, auch irgendwo noch irgendwo in Asien. In Afrika. Wenn dann kleinere. In Afrika kaum, nein, bisher nicht. Aber ich habe gehört, da gibt es irgendwo ein Atombombeninselchen, warum sie da irgendwie. Afrika sollte ja mal ein atombombenfreier Kontinent werden. Und dann haben die Amis dafür gesorgt, dass es nicht so sein konnte, weil es gibt irgendein kleines Atoll, wo das für Afrika zählt, weil da gibt es Bomben. Was? Welches Atoll meinst du jetzt? Ha? Was meinst du denn jetzt? Egal. Das war auf jeden Fall der Grund, warum Afrika kein atomwaffenfreier Kontinent werden konnte. Das habe ich letztens gerade gelesen. Ich glaube wahrscheinlich nicht auf deinem Blog. Nee, jetzt. Okay. Egal. Aber der Experte versagt wieder. Wir bauen das immer einmal ein, dass ich keine Ahnung habe. Das gehört einfach zum Programm. Wo sind die Amis denn noch alles? Und kurze Zwischenfrage: Haben wir Deutschen auch irgendwo Truppen, wo wir nicht Krieg führen? Ja. Ja? Ganz wenig. Wo? Frankreich. Deutsche Truppen in Frankreich. Und zwar seit relativ kurzer Zeit, erst seit ein, zwei,
2 Jahren, glaube ich, oder maximal 3 Jahren. Habe ich von dem Krieg gar nichts mitbekommen. Nee, war ja auch kein Krieg. Es gibt ja die sogenannte deutsch-französische Brigade. Das ist eine Brigade, die besteht teilweise aus französischen Truppen, teilweise aus deutschen Truppen. Und im Rahmen dieser Brigade sind französische Bataillone in Deutschland stationiert und seit nicht allzu langer Zeit ein deutsches Bataillon in Frankreich. Wozu? Freundschaftspflege? Oder was? Ja, im Grunde genommen ja. Wobei, na gut, nee, nicht nur Freundschaftspflege, sondern es geht auch darum, innerhalb der NATO zu üben und zu demonstrieren, dass man gemeinsam nicht nur ein Land unilateral, also einseitig was macht, sondern dass man als NATO, vielleicht auch als EU, gemeinsam in irgendwelche Einsätze geht. Gut, und zum Schluss nochmal, wir waren bei den Amis. Wo haben die Amis, wo haben die noch Truppen auf der Welt? Naja, in Afrika wahrscheinlich auch. Nee, in Afrika eben kaum bisher. In Südamerika? In Südamerika, Panama zum Beispiel ganz massiv. Zu Afrika noch ein Wort. Ja. Das ist ja das Interessante. Das Hauptquartier für die US-Truppen, die für Afrika zuständig sind, ist in Stuttgart. In Stuttgart? Ja, weil kein afrikanisches Land bisher dieses amerikanische Hauptquartier für Afrika haben wollte. Das könnte sich jetzt ändern im Zuge von Mali und dieser, alles, was danach kommt. Aber da warten wir mal ab. Genug Verwirrung? Nee, sag mal noch mal kurz, die Amis haben also so ein ganzes Netz in der ganzen Welt. Ziemlich, an Truppen. Ja. Also wie die Römer früher. Die hatten es ja nur in Europa. Vielleicht auch in Nordafrika und in Kleinasien. Also die Amis haben das bessere Empire. Im Grunde genommen ja. Na, es geht schon darum, dass die einen Anspruch haben, wir sind überall auf der Welt präsent. Ja, das ist unser Reich, wir entscheiden, wo es... Ja, es ist ja nicht das Empire, es ist ja nicht wie Britisch-Indien oder so, sondern wenn, dann sind Stützpunkte. Und da müssen Staaten zustimmen, ihr dürft